sind denn heute verzweifelte, vom Leben gezeichnete Singles anwesend? Wenn man so fragt, nicht. Ne? Das ist scheinbar liegt es auch an der Fragestellung. Wäre ja auch eine Chance jetzt gewesen. Ne? Ich meinte das durchaus auch positiv. Also ihr könntet euch ja umgucken, ne? Wer hat sich noch gemeldet. Vielleicht lernt ihr heute hier in dieser Sendung die neue Liebe fürs Leben kennen. Und es ist ja immer wichtig, dass man eine gute Geschichte zu erzählen hat nachher, wie man zusammengekommen ist. Ne? Ich gebe nur eins beim Flirten immer sehr gern zu bedenken. Da muss man ziemlich vorsichtig sein. Es gibt ein schönes französisches Sprichwort dazu. Das heißt, joli de loin, mais loin de joli. Also von weit weg schön, aber weit weg von schön. Ne? Kann man böse fallen. Ne? So, vielleicht. Ich persönlich dachte mir, ich bin schon fast wieder fortgegangen. Ja? Aber eine Sache wollte ich noch erzählen, wo wir eh so privat heute unterwegs sind. Ne? Erzähle ich jetzt noch zum Abschluss ein bisschen, wie es bei mir gerade so läuft. Ja? Was ich, also nicht, was ich sonst so mache, sondern einfach, wie es mir so geht. Ich denke, das interessiert hier alle brennend. Und deshalb erzähle ich das jetzt auch. Sag mal, kennt ihr schon die Liebe eines Lebens? Diese Frau voller Wärme, Charme, Humor. Kennt ihr schon dieses wunderbare Wesen? Weil wenn ja, dann stellt sie mir doch vor. Ich würde sie gerne treffen, aber alt natürlich nicht. Allein sein ist kein Grund, sich groß zu grämen. Und ich bin zum Glück auch nicht empfindlich. Ich nehme bloß noch schnell ein Bad in meinen Tränen. Und da wasche ich mir die Haare mit dem Schweiße meines Schmerzes. Und ich tanze zum Rhythmus meines hartgebrochenen Herzens. Piele mich mit Pein, creme mich mit Leid ein, fein. Andere Menschen haben in der Liebe immer Glück. Andere kriegen immer nur das Beste. Ich hingegen nun, wie sag ich's höflich? Wenn man Hunger hat, dann isst man auch die Reste. Das beruhte leider stets auf Gegenseitigkeit. Auch ich schmeckte den Damen eher schlecht. Aber wenn ihr glaubt, ich hätte deshalb selbst mit Leid, dann habt ihr aber so etwas von Recht. So, und jetzt wasche ich mir die Haare mit dem Schweiße meines Schmerzen. Und ich tanze zum Rhythmus meines hartgebrochenen Herzens. Piele mich mit Pein, creme mich mit Leid ein, fein. Nee, geht leider noch weiter. Ist schade. Ich hätte mir auch gewünscht, es wäre jetzt zu Ende, aber... Einmal war ich glücklich und verliebt wie nie zuvor. Ach, wie Pech und Schwefel waren wir. Dachte ich zumindest, bis sie plötzlich zu mir sagte, immer wenn du lächelst, stirbt ein Teil von mir. Ich werde weiter suchen und ich werde auch wieder finden. So schnell mache ich sicherlich nicht schlapp. Reif und weise werde ich auf Einsame dann schauen, nämlich schadenfroh und von oben herab. So, und so lange wasche ich mir die Haare mit dem Schweiß meines Schmerzen und ich tanze zum Rhythmus meines hartgebrochenen Herzens, piele mich mit Bein, creme mich mit Leid ein. Vielen lieben Dank. Bleibt tapfer.